oder ja, was weiß ich. Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Puch, 250 SGA Stand der Dinge. Willkommen bei Neisa 36. Und ja, der alte Sack hat es geschafft. Wenn ich mir das anschaue und wenn ich mir die Story nochmal vor Augen halte, die wir gestern erlebt haben bei der Demontage. Dieses affenschweren Ankers. Freunde, wenn ich euch das sage, wie wir das Ganze rausbekommen haben. ich zeige es euch, obwohl die Schweißnähte an dem Ding, an meinem Halter, den ich ja konstruiert habe, alles andere als ja, brauchbar sind. Was heißt brauchbar? Sie sind absolut brauchbar, sehen halt beschissen aus. Ich weiß jetzt auch warum. Ich habe nämlich das falsche Gas. Ja. Wenn man mit einem relativ billigen Schutzgasschweißgerät arbeitet und da eine Argon-CO2-Gasflasche nimmt, dann kann schon sein, dass die Schweißnähte nicht so optimal aussehen. Und ja, wie soll ich es? Boah! Eine Sekunde mal, Brösterchen. Irish Cream. Ja, ich habe also zwei Gasflaschen gebraucht, um meinen Halter bzw. meine Abziehvorrichtung zu konstruieren. Im letzten Video haben wir ja gesehen, ich habe mir aus so einem Metallblock einen Abzieher gebaut. Und das ist, lasst mich das mal kurz messen, damit ich da euch die Daten geben kann. So, da war ich ja mit meinen 3 mm, mit meinem 3 mm Stahl mal so weit weg vom Ziel. Also diese Platten hier, die sind 5,5 mm. Und ich hatte ja einen Fuß, einen Abstandshalter, die Platte oben drauf und darunter. Das ganze Ding dann so am Motor, das haben wir ja alles gesehen. Mittlerweile, dieses Teil ist richtig schwer. Haben wir von den Deckplatten zwei Platten, dann hier eine Verstärkung, da eine Verstärkung, hier nochmal eine Verstärkung verschweißt, hier innen drin, da drin nochmal eine Verstärkung geschweißt und hier zweilagig. Da innen drin, da sieht man es vielleicht, zweilagig. Ich habe den ja nochmal neu konstruiert und man kann es, glaube ich, erkennen, wie das Ding reingezogen ist. Das ist 1 Zentimeter dicker Stahl. Und den hat es verbogen, liebe YouTube-Gemeinde. Den hat es verbogen. Wie haben wir das gemacht? Der liebe Markus war da und hat mir geholfen. Und der Markus ist ja ne, ein Schrank, 2 Meter oder über 2 Meter groß und ja, entsprechend auch schwer. Der hat sich auf den Motor gelegt fast. Ja, also der hat den richtig mit Power festgehalten. Dann hatte ich ja, naja, Vorbereitung ist das halbe Leben. So, jetzt haben wir es. Das hier ist eine 10.9 Schraube mit Mutter M12. In den Rotor habe ich hier vorne, das ist ein 11,1 mm oder 11 mm Durchlass, habe ich ein 12 mm 12 x 1,75 Gewinde gebohrt. Dann kommt der Halter drauf. So, ja. Und man sieht, der ist schön verdeckt. So, dann kommt in den Halter diese Schraube durch das Loch durch und fungiert als Abzieher. Der wird also reingeschraubt und mit dieser Mutter wird das ganze Ding rausgezogen. So, der Markus hat sich also die Ratsche geschnappt mit der 19er Nuss und hat die Schraube festgehalten.
hat sich auf den Motor gelegt und ich habe mit einem 19er gekröpften Ringschlüssel diese Mutter angezogen. Ja, also wenn man bedenkt, ja, es ist ja jetzt egal ob 17 oder 19, mit so einem Ringschlüssel. Ich habe gedrückt, nach unten gedrückt, dass ich auf den Zehenspitzen gestanden bin. Ja? Also ich konnte nicht mehr auf die Fersen den ganzen Fuß auflegen. So viel Gewicht. Ich habe 72 Kilo ungefähr. Damit habe ich gedrückt. Das hat diesen Rotor nicht mal ansatzweise interessiert. Was blieb uns anderes übrig? Ihr müsst jetzt überlegen, da soll normalerweise eine M10er Schraube rein mit einem 6 mm dicken kleinen Stift, der dann nachher auf die Kurbelwelle, auf den Zapfen der Kurbelwelle drückt und somit den Anker rauszieht. Jetzt habe ich da eine M12er Schraube mit einem 19er Schlüssel und mit meinen 72 Kilo habe ich da gewirkt. Es war mir nicht bewusst, dass das Ding so festhängt. Deswegen ist mir ja da drin auch die 10er Schraube abgerissen. Zweimal, wohlgemerkt. Falsch. Nicht der 10er. Zuerst ist mir die M10er Schraube hier verreckt. Die habe ich dann rausgepopelt bekommen, also mit dem Durchschlag schön durchgedengelt. Und ja, es tut mir leid, dass ich das nicht per Video gezeigt habe, weil das ganz einfach eine Geschichte ist, die ich so nicht zeigen möchte, weil es dann nachher eventuell jemand gibt, der das nachmacht und dann nachher ist das Geschrei groß. Du hast das so gemacht, bei mir hat es nicht funktioniert. Ihr kennt das. Ja? Also üble Nachrede ist schnell und ich wollte das einfach verhindern. Und zum Zweiten, hier, mit dem Kopf dabei sein. Wenn ich die Kamera habe, bin ich nie so hundertprozentig mit dem Kopf dabei. Ihr kennt das vielleicht, der eine oder andere macht ja auch YouTube-Videos oder ja, was weiß ich. Also, das Ding hat es nicht interessiert. Was haben wir getan? Es gab nur zwei Möglichkeiten für uns. Und man sieht an der Konstruktion, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich zerstöre diesen Anker, den es nicht mehr gibt, oder ich zerstöre die Kurbelwelle, die ja sowieso neu kommt. Ja? So, also, habe ich das Ding rausgepopelt, habe die zweite M10er, das zweite Spezialwerkzeug, das ich mir ja danach bestellt habe, reingeschraubt und habe das Ding angeballert und dann ist mir der 6 mm Zapfen abgerissen. Der steckt noch in der Kurbelwelle drin und den bekomme ich nicht raus. So, also musste ja was her, folgedessen war für mich klar, entweder ich versuche es und ich mache es, oder ich lasse es. In den Kommentaren habe ich gesehen und gelesen, warm machen, Hitze. Das ist ein isolierter Anker. Wenn ich den kaputt mache, den gibt es nicht mehr. Dann ist der Motor prinzipiell gesehen Schrott. Ja? So. Die Gefahr war riesengroß, dass ich den Motor schrotte. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Man könnte mit einem Induktionsgerät diesen Zapfen heiß machen. Aber dann ist die Gefahr hoch, dass die ganze Isolierung, die hier außen rum ist, verschmilzt, dass das zu heiß wird. Ja? Also man kann da meines Erachtens und so wie ich das gelernt habe und so wie mir das erklärt wurde, kann man das nicht einfach unendlich heiß machen oder rotglühend bringen. Rotglühend wäre natürlich der Idealfall, dann macht das Ding plopp und draußen ist es. Ja? So viel Spannung kann da in einem Konus gar nicht drin sein, den wir uns dann gleich noch anschauen. Also Halter konstruiert, angezogen und das Ding hat sofort verbogen. Also habe ich mir Seitenlaschen, diese Seitenlaschen angeschraubt, allerdings nur so dick, weil ich gedacht habe, ja hey, ein Metall so zu biegen, also hier runter, eine Platte, ist nicht das großartige Problem. Aber das Ding, dieser so zu verbiegen,
da gehört schon Kraft dazu. Und das habe ich geschafft, nur mit dem 19er Ringschlüssel. Und ich bin ja kein Arnold Schwarzenegger. Ich bin ja ein Strich in der Landschaft, ein Spargeltarzan, wie man früher gesagt hat. Also, das Ding hat es verbogen, ich wieder ausgebaut, das Ding wieder gerade gebogen, nochmal abgeändert, nochmal versucht, das Ding hat es wieder verbogen. Und dann haben wir wirklich, da sind wir in die Vollen gegangen. Eine zweite Platte aufgeschweißt und zwei rechts und links zwei Verstärkungen, an der Seite nochmal zwei Verstärkungen, das ganze Ding also auf einen mehr als ein Zentimeter dickes Stahlblech. Oder wie nennt man das? Ja, Stahl. Ein Zentimeter. Liebe YouTube-Gemeinde, wisst ihr, was ein Zentimeter ist? Das ist ein Zentimeter. Das ist fast so dick wie mein Finger. Ja? So. Das Ding eingespannt, angezogen. Wie gesagt, Markus hält die mit der Ratsche die Schraube fest, ich ziehe mit dem Schlüssel die Mutter an. Bis Anschlag. Da ging nichts mehr. Meine 70 Kilo haben das nicht geschafft. Und dann kam das hier zum Einsatz. Der Schlüssel da drin. Und da hinten habe ich angepackt. Und dann habe ich gedrückt, dass ich auf den, liebe Freunde, auf den Zehenspitzen bin ich gestanden, wie beim Anziehen, nur mit dem Schlüssel. So viel Gewalt haben wir da drauf gebracht. Glaubt ihr, das Ding ist gekommen? Ums Verrecken nicht. Wir haben gewartet, wir haben nochmal rumgedoktert, ich habe es nochmal mit Wärme probiert, nichts. Dann haben wir gesagt, okay, da war es Viertel vor sechs oder sowas, also kurz vor Feierabend, wo ich normalerweise immer Feierabend mache. Schieben wir den Motor nach hinten, das heißt, den Motor haben wir geschnappt, haben den so nach hinten geschoben und wo wir so geschoben haben, hat es geknackt. Und das hat sich angehört, hattet ihr das schon mal, wenn ein Gewinde in einem Alugehäuse reißt, ja? Wie zum Beispiel so. Ich nehme euch mal in die Hand zum kurz zeigen. So ein Gewinde zum Beispiel. Wenn dieser ganze Bereich hier abreißt, dieses Knacken, dieses Aluminiumknacken. Das hat also geknackt. Jetzt haben wir das Gehäuse geschrottet. Dann habe ich das ganz genau angeschaut. Der Markus hat nochmal angeschaut. Nix. Das Gehäuse ist in Ordnung. Können wir ihn nachher schauen? Dann ist es halt so. Hat sich der Anker bewegt? Der ist noch an der gleichen Position. Dann habe ich mir die Hose ausgezogen, also ich habe mich umgezogen und dann knackt das Ding wieder. Und dann sind wir von da hinten hier vorgelaufen. Als wir am Ende von der Hebebühne waren, ist das Ding rausgefahren. Rausgefahren, liebe Leute, bis zur Hebebühne. Das ist, ja, 1,70 Meter. 1,80 Meter weit hat diesen Rotor rausgewichst. Ja. Dank meines Halters ist das Ding so glücklich gefallen und man sieht das ja. Ich will ja da nichts verheimlichen und wenn ich es hingemacht hätte, hätte ich es hingemacht. Was soll ich tun? Der hat also nichts abbekommen. Weder hier, noch da, noch da. Der war so glücklich in dem Halter drin, der Rotor, dass der auf den Halter gefallen ist und nicht auf den Rotor. Ob das jetzt was ausgemacht hätte oder nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich möchte es aber auch nicht austesten, logischerweise. Ja. Ja. Ich war jetzt auch am Überlegen, mir ganz einfach mal diese M12er Schraube in den Schraubstock einzuspannen und mal versuchen, das nachzumachen, wie viel Newtonmeter ich mit diesem Rohr hier aufgewendet habe. Ich messe das mal eben ganz kurz, wenn ich denn mein Maßband finde. Das eine Maßband finde ich nicht, das andere Maßband finde ich. Dann gibt es mal eine
Session. Eine Herausforderung für die liebe YouTube-Gemeinde. Mein Hebel ist 57 cm lang. Sagen wir, runden wir ab auf 50 cm, weil ich ja den Griff am Ende nicht voll ausnutze. Also 57 cm lang mit einem Gewicht von 72 Kilo oder 5. Der Dietmar. Ich mach das kurz fertig. Mein Körpergewicht 72 Kilo, die habe ich natürlich nicht vollkommen aufgewendet, aber ich habe gedrückt, dass ich auf den Zehenspitzen stand. Wie viel Kilo werden das gewesen sein? 60. Oder lassen wir 50 Kilo sein. Jetzt kann irgendein Mathematiker von euch das mal ausrechnen. 50 cm langer Hebel mit einem Gewicht von 50 Kilo belastet, wie viel Newtonmeter da am Ende rauskommen. So, ihr Lieben, es ist wieder eine Zeit vergangen. Wir haben getratscht und so mal die Saison geplant 2020. Anzugsdrehmoment haben wir rausgefunden. Der liebe Markus hat da mal geschaut. Wir haben also die Schraube mit ungefähr 245 Newtonmeter angezogen. Das bedeutet, mit einer Gewichtskraft von 490 Newton habe ich auf den Hebel gedrückt. Und der Markus hat natürlich gegenhalten müssen. Nur damit man weiß, was hierbei mit dem Anker an Kraft aufgewendet wurde. So, und ich möchte jetzt gerne weitermachen und die Gehäusehälften trennen. Wollen wir mal schauen, was wir da so alles brauchen. So. Da hätte ich jetzt gerne mal diese Schraube erwischt. Jawohl. Wie geht's weiter? Trotz externem Licht oder zusätzlichem Licht. Die Schraube, die ich im Motor gefunden habe, keine Ahnung bis jetzt. Es fehlt nichts. Ja. Da werden wir wohl ein wenig aufrüsten müssen. So. Den Mini-Schlagschrauber. Beeindruckt das Ding in irgendeiner Art und Weise oder nicht? Geht das so rum auf, oder? Rechts. Ja. Das passt. Vollkommen unbeeindruckt. Tja. Ei, 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 ei. So, mal so rum versuchen. Bei meinem Schlagschrauber. Ja, still scharf. Oder verbiegt die Klinge. Und mit dem großen komme ich da nicht dazwischen, oder? Ja, doch gerade eben so. So. So nicht. Aber sie kommt. Sie ist offen. Gut. Nur mal lösen. Oh.
offen oder nicht offen? Nicht offen. Da rutsch ich ab. Aua. Daneben. Okay. So, jetzt habe ich das Ding mal senkrecht gestellt. Ho, wow, 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 wow. Das kann ja eiter werden. Teufel auch. Dickes Problem. Ja. Noch ein größeres Problem. Ja. Also bei der Maschine. Schaut mal. Das war mit dem Schlagschrauber. Da brechen die Schrauben ab. Also hier sehe ich jetzt nicht das Problem. Da vielleicht auch noch nicht. Da könnte ich mit der Gripzange ran, aber da, ja, mal schauen, ob ich da komme ich mit dem Großen nicht rein. Die habe ich gelöst. Und da sind die äußeren, die könnte ich auch so schnappen mit der Gripzange. Und die da drin, die wird auch noch so ein Problem werden. Ja, dann werden wir mal mit Hitze arbeiten müssen, bevor wir da die ganzen Schrauben verrecken. Ich werde berichten, was daraus geworden ist. Beziehungsweise, ja, es wurde ja gesagt, schade, dass man die 4 Stunden nicht gesehen hat, die wir rumgedoktert haben. Oder die 10 Stunden. Ich lasse jetzt einfach die Kamera laufen. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Also Wärme. Offen. 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 Ja, geht ja wohl. So langsam, aber sicher. Gott sei Dank. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich die aufkriege.
Ja. So viel zum Lewis-Werkzeug, meine Lieben. So, wenn ich jetzt da eine passende Nuss finde. Halbzollverlängerung. Ja, aber so nicht. Badam, bam, bam, bam. Drin. So. Und dann Reduktionen. So. Und papadapapa. So, also großer Schlagschrauber, der hat ja hier so einen Halbzollantrieb. Reduktion auf 3/8, Reduktion auf 1/4 Zoll. Und da steckt die 1/4 Zoll Verlängerung drin mit dem Bit vom Schlagschrauber. Ist offen. Cool, cool. So, also die haben wir alle. Und jetzt die da. Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich die aufkriege. Die verhunzte. Da komme ich dazu, da komme ich auch dazu, da komme ich auch dazu. Und da können wir das ja gleich mal angehen. Ja. Neue Schrauben haben wir natürlich für das Ganze. Die ist schon offen. Habe ich die schon aufgemacht? So, das sind alle, bis auf die da hinten. Jo. Sieht man jetzt natürlich nicht so viel. Kommt, 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 kommt. Mal schauen, ob der Schraubenzieher da noch so viel Grip aufbaut. Nee, tut er nicht. Aber das geht mit der Zange. So. Und falls ihr euch wundert, was da im Hintergrund so tut. Der Markus schraubt an seiner Tiger. Saisonfit machen. Versuchen. So. Achso, da haben wir ja noch eine. Eieieiei. War vergessen. Ist auch offen. Steckt mein Bit drin. Bitte ein Bit. Na, lass los. Will nicht.
Wer nicht will und wer nicht kann, der geht zur Post oder Bundesbahn. Schauen wir dich halt raus. So. Wird schon gehen irgendwie. Gestern ging es noch. So. Ich möchte die mal an Position halten, bis alle gelöst sind. Und ich sehe hier keine Cracks oder sonstiges. Also kein gesprungenes Motorgehäuse vom Ausbau des Lichtmaschinenankers. Dass das funktioniert hat, das ist klasse. Nochmal danke, Markus. Der Mann fürs Grobe, genau. So, jetzt muss ich mich nur mit dem Ding da auseinandersetzen. Das wird eine Weile dauern, bis ich die raus habe. Leicht, mal geht's zu schwer. Aber letztendlich hat auch die verloren. Gut. So. Die haben wir lose. Die ist auch lose. Die ist lose. Von der anderen Seite ist nichts drauf. Die haben wir, die haben wir, die. Und da drin ist nichts. Das sind nur die äußeren. Ja, da ist nichts weiter. Gut. Jetzt ist die große Gretchenfrage. Na, da muss nichts mehr auseinander. Nun wollen wir uns mal das Gummihämmerchen nehmen. Dann werden wir mal schauen, was passiert. Ist da eine Dichtung dazwischen oder was ist das hier? Nein, keine Dichtung. Also sieht zumindest nicht danach aus. Schon. Es flattert leicht hin und her. Irgendwas, was das Ding zusammenhält. Die Schrauben sind alle lose. Also die ziehe ich jetzt mal raus. Eins kürzer. Kürzer gleich lang. Auch wieder eine kurze. Da ist nichts. Auch kurz. Auch kurz. Nehmen wir mal einmal rundherum. Ganz kurz. Auch ganz kurz. Sie ist wieder länger. Ganz lang. Okay, da sind wir fertig. Jetzt kommt sie hier oben.
noch eine längere, etwas längere. Die ist genauso lang. Jetzt hat es mein Magnet aus meinem Werkzeug rausgehebelt. Was ist denn das schon wieder für ein Schaß? Bleibt mir denn heute überhaupt nichts erspart? Hey. Der kleine Magnet von meiner Nadel rausgehüpft. Mal wieder reinhüpfen. So. Was erwartet man? Ich möchte ja keinen Hersteller bzw. keine Firma nennen, die das Zeug verkauft. Wie zum Beispiel Louis. Ja, die preisen ja momentan ihr Werkzeug in den höchsten Tönen an. Ja, liebes Team, das darf nicht passieren. Am Schlüsselbund. Wenn. Kaffee? Ja, einen Irish Cream. Danke. Mein lieber Mann, hey, Service. So, möchtest du dich nicht entscheiden, doch nachzugeben? Das wäre äußerst lieb von dir. Ausnahmsweise hört man mal auf mich. So. Ja. Das sieht gut aus. Einmal drehen. So. Dann hier unten auch noch. So, mal die Büchse in Sicherheit bringen vom Kupplungskorb. Gut. Schön. Also, einen kleinen Spalt hätten wir schon rausgearbeitet. Das Gehäuse bewegt sich. Das ist bloß die Frage. Ich werde mal das Ding hier aufmachen, mal schauen, was das ist. Das ist kein 10. 10 ist zu klein. Doch 11. War nur verdreckt. Man weiß ja nie, was sich da dahinter verbirgt. Deswegen schraube ich das hier jetzt einfach mal auf. Dieses verbogene Teil. Uiuiui. Das eiert aber. Das ist ja. Da ist das Gewinde hinüber. Also keine Auswirkungen. Kann drin bleiben. Ich schraube das genau so wieder rein, wie es war. Also, ihr seht das ja. Zoom noch mal ein bisschen rein. Also das Gewinde ist alles andere als oben in Ordnung. Deswegen lasse ich das mal so drin. Vorläufig. So. Das ist nur ein Einsteller, muss der raus. Lesen. Schnepperfeder. Immer wieder komme ich auf die Schnepperfeder. Jetzt mache ich mal hier das komische Einstellding da raus. Was haben wir denn da? Jo. 10, 11, 13, 14. 14er. Große Ratsche. Mal mitziehen. Dürfte ja nicht so
so gewaltmäßig fest sein. Der Schlitz auch schon entsprechend verdeppert. Die Mutter ist lose. Da tut sich aber nichts. Da dreht sich innen drin irgendwas mit. Dankeschön. Irgendwas dreht sich damit. Da haben wir so eine kleine 10er. 10er Kopf, M6er Gewinde. Wenn die kurz ist, hat die nichts zu bedeuten. Nein, die hat mit dem Gehäuse nichts zu tun. Das Teil dreht sich innen drin mit. Kann natürlich kurbelwellentechnisch sein, dass das Ding relativ fest im Lager drin sitzt. Und tut das nicht, was ich jetzt tue. Ich fahre hier mal mit dem Schraubendreher dazwischen. Soll man ja nicht machen. Ich will nur sehen, wo sich was bewegt. Und zwar an Stellen. Man sieht das hier. An solchen Stellen außerhalb, wo es nicht so drauf ankommt, weil hier ja Schrauben durchgehen, wo es nicht drauf ankommt. Ich will nur sicherstellen, ich schaue mir die ganzen Bauteile an, was sich da bewegt und ob ich was spüre. Was ich nicht spüre. Bin mir unsicher. Das ist die Öleinfüllung. Das Teil habe ich versucht, das dreht sich mit. Boah. Es steht nichts weiter da, außer diese Schnepperführung. Verbindungsschrauben entfernen und rechtes Gehäuse abnehmen. Auf keinen Fall dürfen die Gehäuseheften mit einem Schraubenzieher oder dergleichen gewaltsam getrennt werden. Im Notfall bei GSG und SGS Gehäuseabzieher anschrauben und damit Gehäusenhälften abziehen. Achtung auf beigelegte Zehntelscheiben unter dem Laufringen der Kurbelwellen- und Getriebewellenrollenlagers. Ja, jetzt stehe ich da mit meinem langen Gesicht. Plastikhammer nehmen. Kommt. Jetzt kann ich das Ding umdrehen. Schön auf die Hölzer. So. Die packe ich jetzt mal weg, die habe ich auf Video. Mal da hinlegen. So. Dann weiter im Text. Das kommt. Das kühlt.
vorsichtig. Das war jetzt irgendein gebrochenes Teil. Ganz vorsichtig mal hier ablegen. Gut, kein gebrochenes Teil, sondern so ein Gebilde. Ist das die Schnepperführung, die hier da drauf saß? Oder so rum da drin? Ja. Ich glaube, wir haben herausgefunden, was bei dem Gehäuse beim Abziehen des Lichtmaschinenankers geknackt hat. Zeige ich euch. Markus und ich, entsetzt, erstaunt, schauen uns das an. Das ist irgendwas von der Kurbelwelle. Ein Ring. Das hat es aber nicht gleich beim Abziehen. Glaubst du nicht? Glaubst du nicht? Ja, wenn der Anker da drauf sitzt und die Kraft nur links und rechts drauf drückt und den Anker anzieht. Und hier hochzieht. Also gegen das Lager. Also gegen das Lager. Ja, mit dem, das ist das der Außenring. Da ist der Innenring und der Außenring drückt dann halt da drauf. Okay. Und im Normalfall sollte sich jetzt, wenn ich mal eine Zange bekomme, Dankeschön, das Ding hier entweder ist es aufgepresst. Jo. Schön gesplittert das Ding. Und wenn ich mir hier mal als Muster ein Stück, ich versuche euch das zu zeigen. Also die Bruchkante ist relativ frisch. Jetzt ist natürlich die große Gretchenfrage, hatte das Ding schon vorher irgendwie eine Alterserscheinung? Aber es ist prinzipiell egal. Position 257, 1, 10, 15, 0. Kann man ja, glaube ich, lesen, oder? So vielleicht ein bisschen besser. Das wäre die Bestellnummer. Schnepperführung. Das ist, was ist denn das hier? Das ist der Neutralschalter. Das sehe ich jetzt gerade. Also machen wir weiter. Getriebewelle, Abbildung 12.1. Schauen wir mal, wo ist denn 12? 15, 14, 13, 12. 12.1. 12.1 wäre dieses da. Herausziehen. Nein, der Markus macht nicht in die Hose. Sagt er. Sondern er lässt seinen Vergaser leer laufen. So, die soll man rausziehen. Getriebewelle herausziehen, Zahnräder der Getriebewelle herausnehmen. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als das so zu machen. Und dann kommen die einzelnen Zahnräder. Die fädel ich hier gleich wieder auf. Wie kann ich das? So kann ich das, glaube ich, zeigen. Ja? Damit da nichts verkehrt läuft. Zwei. Und das untere mit Scheibe.
So. So würde das Gebilde dann also aussehen. Und da oben hat es eine Gleitbuchse. Hier ist die Gleitbuchse. Das werde ich versuchen, irgendwie so zusammenzuhalten. Ja, mal hier hin. So. Anlaufscheibe und Rollenlager aus Laufring im linken Gehäuse. Im linken Gehäuse nehmen. Aha, okay. Das da. Das ist das Lager. Das kriege ich so aber nicht raus. Ich muss das zeigen. Muss ich ja nachher wieder zusammenbauen. Das Lager war also so da drin mit den Rollen nach oben. So. Ja. Das nehmen wir raus. Dann soll da, ist da noch irgendwie ein Ring oder sowas? Nein. Gut. Also kommt dann beim Getriebe, wenn es so rum drin ist, so rum drauf. So, habe ich getan. Gut. Schaltschiene samt Schaltgabeln herausnehmen. Das wäre dieses Teil hier. Schaltschiene samt Schaltgabeln herausnehmen. Ich lese mal die Anleitung weiter. Ja, an der Front nichts Neues, ihr Lieben. Ich werde das Ding jetzt mal drehen. Dann werden wir mal schauen, das Ding da, wie das auszubauen ist. Weil das hängt alles. Moment mal, das wäre ja der Neutralschalter. Und das hängt hier alles mit zusammen. Wenn man das erkennen kann, auch mit dem Hebel, da muss ich dann noch schauen, was das war und wie das war. Und die, wie haben die das da gesagt? Schaltschiene samt Schaltgabeln herausnehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Schiene ist, oder? Ja, rein theoretisch kann ich das ja so machen. So, jetzt habe ich euch mal nach oben gestellt. Ich sehe das zwar jetzt alles auf dem Kopf, beziehungsweise so den Monitor reinklappen. Gut, also die Schaltgabel, diese Welle hier kann ich ziehen. Und dann kann ich die Schaltgabel, nehme ich an, mal rausnehmen. Oh ja, da ist schon mal öfters einer mit dem Fuß auf dem Hebel gestanden. Das ist hier blau angelaufen. So, weiteres gibt es hier nicht. Das ist mal die Schaltgabel. Ich muss mir gleich noch eine Kiste organisieren, wo ich das rein tue. So, hier haben wir eine Anlaufscheibe mit Sicherheit, ja. Dann ziehen wir das hier mal alles raus. Flutschi! So, komm. Zusammenbleiben bitte. Gut. Das wäre dann also dieses Gebilde hier. Da hat es hier keine Anlaufscheibe. Die einzelnen Zahnräder, das ist fest und hier oben ist die Anlaufscheibe. Jetzt auch mal da hinlegen. So,
jetzt das Teil hier. Und das ist garantiert so eine Geschichte, die nicht so einfach zu bewältigen sein wird. So, einen Handschuh ausziehen. Jetzt werde ich mal hier vorne die Schlitzschraube versuchen zu betätigen. Mal sehen, was da passiert. Es dreht sich. Nein. Das geht nicht. Wie soll das dann funktionieren? Ach Mensch, warum muss ich immer an solche Geräte kommen? So, also der Teller, das ist ja die Masseverbindung für den Neutralschalter. Und der Teller ist mit dem ganzen Gebilde hier zusammen. Ich komme dahinter nicht mit einem Schlüssel ran. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, die hier mit dem manuellen Schlagschrauber zu lösen. Ich gehe da äußerst vorsichtig ran, weil sonst könnte ich mir das nicht erklären, da diese... Lasst mich da mal eben kurz. Die Mutter hier, die mache ich mal so sauber. Das ist nur eine Führung. Ja. Das ist also keine Mutter oder sowas aufgesetzt, sondern das ist einfach nur so ein... Keine Mutter. Die kann sich also nicht drehen, das heißt, es kann nur mit dem hier funktionieren. I hope so. Ihr kriegt davon jetzt natürlich nichts mit, weil irgendwie muss ich mich entscheiden, was ich hier zeige und was nicht. Zeug mir natürlich das Gehäuse ab. Vorne kommen die beiden kleinen Schräubchen mit so einer Dichtung. Kommt mal ins Kästchen. So. Ja, und ich muss jetzt erstmal hier schauen, dass ich da wenigstens etwas. So. Ja, es hilft nichts. Ich möchte jetzt nicht hier rumstellen oder sowas. Das ist das Gebilde. Lege ich zuerst mal hier hin. Dann schauen wir mal, ob wir das hier... Aha. Okay, das greift also hier hinten in das Gewinde rein mit der Schraube. So rum eingebaut. Und jetzt hätte ich doch gerne dieses Konstrukt hier. Das ist da unten mit einer Schlitzschraube befestigt. Und so hätten wir die rausdrehen müssen. Drehen wir mal das Gehäuse. Ja, so, wir reden von dieser Schlitzschraube. Die hält das Gestänge da innen drin fest. Den mache ich jetzt mal raus. So, sieht man das in etwa. Jo. Na bitte, wer sagt's denn?
geht, ja. Die Mutter auf der anderen Seite, die ist fest geschweißt. So. Das wäre dieses, kein weiteres Potenzial hier. Jo, Fallobe. Na, das ist nur ein... Das ist also diese mit Konus. Machen wir da rein. Gut. Dann können wir das Gehäuse wieder drehen. 17.45 Uhr. So. Da müssen wir ein bisschen. So. Und so. Und da ganz rein, dass das satt aufliegt. Ja. Überall. Überall dran. So. Jetzt ist das hier lose. Jetzt habe ich aber da noch das Problem. Wie ist denn das festgemacht? Das ist nix. Boah, der Motor stinkt. Anderen Seite, wenn das festgemacht ist, da unten. Ah, okay. I know. Logischerweise ein bisschen nachdenken, Martin. Dann kommt man da auch dahinter. So, jetzt hätte ich aber gerne das ganze Gebilde hier raus. Wieso geht das nicht? Was haben wir denn da? Ist das jetzt doch eine Mutter oder was? Kann das sein? Nee. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So, das wäre das Teil, das sich da bewegt. Das Teil. Ich hätte gerne, dass sich das hier auch noch bewegt. Tut es aber nicht. Ach, das ist hier vielleicht nur ein Blech, dass man umbiegen muss und dann kann man die Mutter aufmachen, die ich euch vorher gezeigt habe. Boah, da muss ich jetzt echt die Lupe nehmen. Hey, gibt's das? Das ist ein Teil. Aber das sieht mir nach einem umgebogenen Blech aus als Verdrehschutz. Ja, das ist eine Mutter. Das ist eine Mutter, die hat hier nämlich das kleine Blech. Kommt schon. Ja. Das ist der Verdrehschutz. So. Ja, das ist im Werkstatthandbuch nicht beschrieben. Dann war das 24. So, die hätte ich gerne mal etwas zur Seite. Schauen wir mal. Ja. Et voilà. Also doch eine Mutter. Nur so komisch ausgeschaut. So, das ist die Mutter. Dann kommt
die Scheibe eventuell, wenn ich meine Nadel finde, da. Das ist die, der Verdrehschutz. Jetzt ergibt das auch einen Sinn, dass hier das Teil am Gehäuse so draufgesteckt, ich habe so draufgesteckt und hier umgebörtelt zur Mutter. Folgedessen kann sich das nicht verdrehen. Ja, keine so schlechte Konstruktion. Und jetzt sollte das Ganze hier rausgehen. Feder. Wie hätten wir das gerne drin bleiben? Kann nicht viel passieren. Ein bisschen störrisch das Ganze, aber vollkommen klar, aber voll beweglich bis auf da unten. Okay. Okay, du hast mich ja schon überzeugt. Etwas drehen und dann stehe ich da unten nicht mehr an. Und dann sollte das Ding hier rauskommen. So. Jetzt muss ich bloß eine Position finden, wo ich mit dem Teil hier hin kann. Das ist nämlich das, diese Stange hier, die geht zum Schalthebel. Logischerweise zum Schalthebel. Wenn das Ding zusammenbleiben würde. Ja, wie jetzt? Das muss doch gehen. Wir haben das doch eingebaut. Ich weiß doch wohl wieder ausgebaut bekommen. Oh Mann. Das sind wieder Sachen. Da ist doch mit Sicherheit ein Sägering. Martin, du hast doch da mit Sicherheit einen Sägering. Natürlich. Kann es ja nicht funktionieren. Markus, warum sagst du mir das nicht? Alles muss man selber rausfinden. Kein Verlass mehr auf die Jugend von heute. Pantau. Verlobe. Ich habe so einen depperten Spreizring, Sägering, nennt es wie ihr wollt. Der weigert sich auf einer Seite rauszukommen. Und ihr wisst ja, ich hab's mit den Dingern. Mal mit der Zange probieren. Weil die Löcher da scheinen größer zu sein. So, vielleicht. Rutsche ich immer wieder ab. So nicht. Also weißt du was, du nervst mich jetzt schon so langsam, hey. Ich muss nur da über die Kante rutschen. Den Rest kriege ich schon irgendwie hin. Bitte, wer sagt's denn? Es
Also ist es doch dieser O-Ring. Ja. Ah, nein, ist das da? Das ist die Betätigung dann. Das heißt, ich baue den einfach. Nur den O-Ring. Ich lasse das einfach mal ab und baue das Ding einmal aus. Und ausbaue. Mal auseinander. Vielleicht genau. Ist es ja nur mit Reinigen getan. Entweder mit Reinigen oder wir haben die O-Ringe. Wir haben die O-Ringe eh. In Nitril und in NRB und NBR und UKKU und. Für den Ansaugen gibt es einen eigenen Filter. So, das Teil. Das Teil will immer noch nicht raus. Vielleicht so rum. Aha, okay. Also, wo seid ihr denn? Da. So drehen, einführen und runterklappen. So, also. Dann werde ich jetzt mal versuchen, dass ich das ganze Schaltgestänge hier rauskriege. Aber das hört sich an, als ob sich das nicht so einfach extrahieren lassen würde. Hin und wieder braucht 60 Jahre alte Hardware etwas mechanische Überredungskunst. So. Ja, da ist also der, weiß nicht, ob man das erkennen kann, der Schlitz vom Sägering, und der war ein bisschen aus, also die Welle hat ein bisschen gelitten und hat halt hier jetzt ein bisschen Aluminium mit abgeschabt, aber ich kann es nicht feilen. Ich komme ja da an der Position überhaupt nicht hin. So, dann hätten wir das ganze Gebilde also. Das heißt, das Ganze sitzt so. Moment. Drehen wir es nochmal um. So. Das heißt, so, so und so. Und dann kommt das Teil dahin. Nee, das Teil kommt da hin, so und so, das nach unten, so, das Teil so und so, und dann das Teil. Herrgott, Sakrament, sie fix, Halleluja, jetzt leckst du aber gleich am Arsch, du Scheißklump verreckt. So, jetzt. Also das Teil hier mal so auseinanderdrücken, hier zusammendrücken, dann gehen hier die Klammern auf und setzen sich dann hier über dieses Einstell-Zahn-Gedönse. Einstellung. Wie gesagt, die machen wir ja dann. So, wie ist das jetzt hier? So, ne? Irgendwie läuft hier was verkehrt. So wird ein Schuh draus, glaube ich, oder? Und jetzt kann ich das hier wieder auseinanderdrücken. Ich möchte gerne, dass ich das auseinanderdrücken kann. Ah, jetzt weiß ich, wo vorher mein Fehler war. Das muss in die Feder da rein. So. Und dann sollte das hier fluchtet. Ja, jetzt weiß ich, warum sie mir alle gesagt haben, pass auf, das Getriebe von der Puch, das ist etwas anders als andere kleine Mädchen. Jetzt ist mir das auch klar, warum. So.
jetzt fluchtet das alles. Fluchten in dem Sinne, dass wir hier eine Aussparung haben und da ist nochmal eine kleine Aussparung, sieht man vielleicht, dass die jetzt nicht hundertprozentig übereinstimmt. Das ist ganz einfach dieser Einstellhebel. Und wenn ich die beiden jetzt so übereinander bringe, nämlich so, dann kann ich das hier zumindest mal auflegen. Und da, Martin, bitte daran erinnern, dass du das Ding richtig rummontieren musst, eventuell. So, jetzt ist das da drin und da wieder rausgerutscht. Heide, naja, aber auch. Du musst das ganze Gebilde hier wieder zusammen. Ja, die Leute hatten recht. Ich bin ja nicht so informationsresistent, wie es viele behaupten, sondern ich nehme mir das alles zu Herzen. So. Jetzt ist das Ding hier soweit zusammen, dass ich mir das nochmal anschauen kann. Also das scheint zu passen. Bis auf die Feder hier, aber das ist ja mal wurscht. Die kommt ja dann nachher so. Nein. Die eine dahin und die andere dahin. So. Ja. Also das wäre das Teil. Was ist jetzt los? Passt das jetzt nicht mehr oder was? Jo, jetzt passt das nicht mehr. Um welches Teil möchte es denn jetzt bitte gehen? Geht das jetzt um dieses Teil hier? Oder um welches Teil? Das müsste jetzt da ganz reinschnappen. Tut es auch. So, da ist noch alles im grünen Bereich soweit. Das schnappt jetzt da auch rein. Und jetzt kann hier die Schraube drauf. Ich möchte einfach verhindern, dass das Ding auseinanderfällt. Weil dieses Puzzle zusammenzusetzen, das könnte interessant werden. Sieht man, was ich da tue? Vermutlich nicht. So, also ist das Teil soweit kartontechnisch entsorgt. Gut. Kurbelwelle, Ausgangslager. Ja, ab zum Pressen damit. Dann sollte es das gewesen sein. Da kommt das Lager noch raus. Und dann Hamas. Ja, ihr Lieben, Motorzerlegung. Was legen Sie mir da hin? Den neuen? Mhm. Passt nicht? Zu groß. Zu groß? Schlecht. Schlechtes Augenmaß, Herr Media. Ja, gut. Also, jetzt werden wir mit dem Gehäuse irgendwo hinmarschieren zum Auspressen, obwohl ich immer noch der Meinung bin, es würde sich für mich lohnen, eine Presse zu besorgen, zu kaufen, weil ich ja ganz einfach das Ding wieder zusammenpressen muss mit Distanzierung. Ja? Die Kurbelwelle wird ja auf dieser Seite eingepresst, dann wird es vermessen und dann wird sie wieder, wenn das Maß nicht passt, wieder ausgepresst. Das wäre also jedes Mal ein Hickhack und hin und her, um diesen Motor fertig zu bekommen. Ob sich der Zeitaufwand lohnt, werde ich mal mit dem Alois besprechen. Ja, ansonsten müssen wir uns noch etwas Spezialwerkzeug zulegen. Das ist jetzt halt etwas längeres Video. Mal sehen, wie ich das hinschneide. Wenn ich mir nämlich das anschaue, Kurbelwellenabstandslehre. So, Simmerring nicht verletzen, Verwendung des Montagehülse, Position, also Bestellnummer.
Die Abstandslehre ist auf die Planfläche des linken Kurbelgehäuses aufzulegen und zu kontrollieren, ob die mit Plus gekennzeichnete Messfläche 35,5 am Kurbelwangenbund spielfrei aufliegt. So. Das wäre also das Bild dazu. Ja. Dieses Messwerkzeug müssen wir uns organisieren. Kurbelwellenabstandslehre. Dann müssen wir mal schauen, ob das unser Puchersatzteillieferant auf Lager hat oder nicht. Das brauchen wir dann natürlich. So. Kurbelwelle. Bevor die Kurbelwelle mit ihren langen Zapfen in die linke Gehäusehälfte eingepresst wird, ist das Kugellager einzuölen und zu erneuern in unserem Falle. Ist die Kurbelwelle eingepresst, so muss mit der Kurbelwellenabstandslehre das Axialspiel 0,2 mm überprüft werden, und zwar wie folgt. Die Abstandslehre ist auf die Planfläche des linken Kurbelgehäuses aufzulegen und zu kontrollieren, ob die mit Plus bezeichnete Messfläche 35,5 am Kurbelwangenbund spielfrei aufliegt. Ist noch ein Spiel vorhanden, so ist dies durch Beilegen von 0,1 mm starken Scheiben zu beseitigen. Sollten vier oder mehr Scheiben notwendig sein, so wäre die Kurbelwelle noch einmal herauszunehmen und die Hälfte der Scheiben beim langen Wellenzapfen beizulegen, damit die Kurbelwelle nicht aus dem Mittel kommt. Das Messen hat ohne vorheriges Auflegen der Dichtung zu erfolgen. Linke Gehäusehälfte. Habe ich hier nicht die rechte Gehäusehälfte? Vorgelege. Rollenlager. Nach Ausbau des Getriebes kann die Kurbelwelle ausgepresst werden. Eingepresst wird, ist das Kugellager zu erneuern. Ist die Welle eingepresst, so muss mit der Kurbelwellenabstandslehre und dann kommen erst die Scheiben drauf. Aha. Aber wie gesagt, es kann dann möglich sein, dass man die Kurbelwelle nochmal auspressen muss, wenn zu viel Abstand vorhanden ist. Gut. Also nicht herausschlagen, würde ich ja gerne tun, aber das tun wir natürlich nicht. Sondern wir pressen sie heraus. Wollen wir mal, halt mal schauen. Ich meine, so eine Presse, die ich mir rausgesucht habe, die kostet etwas über 200 Euro inklusive Versandkosten. Die reicht ja für mich oder für uns hier vollkommen aus. In diesem Sinne, ja, was soll ich sagen? Das nächste Video wird sich dann darum drehen, dass wir die ganzen Bauteile nochmal genau in Augenschein nehmen, uns das alles noch anschauen. Ich muss natürlich dann die Ersatzteilliste pflegen, was wir alles an Neuteile brauchen. Getriebe, ja, mein Bauch schon wieder, kein Wunder, 6:30. Das Getriebe erwartungsgemäß oder ja, ich habe es gehofft und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und sie ist nicht gestorben, das Getriebe ist in Ordnung, die Getriebezahnräder sehen alle wunderbar aus, da gibt es keine Probleme, die Schaltgabeln, gut, ein bisschen eingelaufen und ein bisschen angelaufen, ist aber auch kein Thema, die werden wir nicht erneuern, das brauchen wir nicht. Abklären muss ich noch das Spiel des Kupplungskorbes. Der hat ja das Radialspiel gehabt. Ob das an der Buchse liegt oder am Kupplungskorb. Wir werden die Buchse neu bestellen und ich nehme an, den Kupplungskorb ebenso. Nur um ja, auf Nummer sicher zu gehen, dass das Ganze, also ich werde mal die Buchse bestellen, den Kupplungskorb lassen wir mal, ich werde mal die Buchse bestellen, ob die Buchse eingelaufen ist oder ob der Kupplungskorb eingelaufen ist. Ich gehe aber vom Kupplungskorb aus, werden wir mal schauen, was das Ding kostet und dann werden wir handeln oder nicht handeln. Das Ganze wird natürlich, da ich das ja nicht finanziere, sondern der Alois,
werden wir das natürlich alles nochmal besprechen. Ne? Dichtungen, Kolben, Zylinder, das ist alles geklärt, das ist alles schon in der Liste eingepflegt. Wir brauchen nur noch die Lager, Kurbelwellenlager und so weiter und so fort und die ganzen Simmerringe. Pipapo, bla bla. Also, ihr Lieben, herzlichen Dank für euren Daumen hoch und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Rechtes Eck, machen wir irgendwas von der Puch oder die neuesten Videos oder auf die Zuschauer angepasst. Und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos. Bleibt mir für diese Folge nichts weiter zu sagen, als bleibt mir gewogen. Für euch. Baba. Markus. Sag was. Und tschüss. Und tschüss.